Habeck, Bundesminister für Klimaschutz. Und ich beteilige mich am Verfassungsbruch der Regierung, weil mir der Koalitionsfrieden wichtiger ist als unser Grundgesetz und als unsere Lebensgrundlagen. Folgen mir jetzt bitte, ohne dass sie sich ankleben. Hallo, haben Sie mich gehört? Einmal aufstehen, mitkommen. Einmal aufstehen, mitkommen. Guten Tag, Folge 2. Ich kenne das schon. Wir sind hier auf der Straße an. Was das? Aua! Aua, ey! Nochmal! Er wurde gerade eine Metallflasche ins Gesicht geschmissen. Ja, was macht da eine Metallflasche drin? Sie bleiben hier drüben. Ich sag's nur einmal. Dann nicht. Wir müssen was auf die Zukunft, die Grundrechte und das Überleben der Menschen abwägen müssen gegen die politische Realität. Und das ist das, was wir heute auch transparent machen. Also derzeit hier die sich auf der Straße festgeklebt haben. Zwei Jahre schon. Und die wollen. Kann ich komme gerade runter. Wenn ich jetzt freiwillig mache, ist der Bereich, dann ziehe ich runter mit dem Z. 3 Sekunden zum Entscheiden. Aktuell sind zwei, die sich gerade wieder festkleben wollen. Dann ziehe ich sie runter. Wir brauchen gleich auf jeden Fall noch kommen. Ich habe die Augen vor, das sein zu lassen. Sie bleiben jetzt hier liegen. Bleiben jetzt hier liegen. Sonst kenne ich sie an. So. So, und die bleiben dort sitzen, haben Sie es verstanden? Ja. Schön. Aber warum müssen Sie jetzt hier im Endeffekt die Straße zumachen? Dann setzt du was. Das heißt, sie gehen jetzt hier runter von der Straße. Los. Gehen Sie in den Kindergarten hier. Ich habe gesagt, runter von der Straße.
Ja, das kann ich gerne machen, aber ich nicht dort, wo ich stehe. Ja, ich habe aber das Recht, Sie hier von der Straße zu verweisen, wenn Sie hier verkehrsbehindert auftreten, dass Sie sich angemeldet haben und nicht dem verdammten Gesetz entsprechen. Sie können das gerne sagen, aber Sie haben eine Anweisung, Folge zu leisten. Bis das Verdammungsbürger hier ist und es geklärt hat, haben Sie es verstanden? Natürlich, können Sie gerne machen. Hier, auf dem Fußweg, aber nicht da, wo ich stehe. Machen Sie aber nicht. Ganz einfach. Sie können gerne so rübergehen. Sie kennen das. Das ist jedes Mal dasselbe. Da können Sie gerne hier bleiben. Ich würde Ihnen empfehlen, jetzt hier zu bleiben und zu bleiben. Die Autobahn 5 wollen wir nicht. Ich persönlich verstehe den Prozess, aber ich kann es einfach aufgrund der aktuellen Lage nicht so okay? Ich einfach was ich sage. Ich wollte haben sitzen lassen, weil die Leute nicht gehen. Ich möchte ihn nicht sehen. Dann ist es okay. Ben?
Bahn. Die Bahn auch gut. Einfach laufen!